Moin, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr den Bumerang bekommen könnt. Die Höhle dafür befindet sich dort, wo wir gerade sind, hier am Strand, südlich vom ersten Dungeon. Da müsst ihr einfach hier an der Wand eine Bombe hinlegen und schon ist die Höhle frei. Und hier drinnen befindet sich dann ein NPC, den ihr aber nur sehen könnt, wenn ihr die Lupe habt. Und die Lupe müsst ihr halt, oder kriegt ihr halt, wenn ihr die lange Tauschquest absolviert. Da werde ich oben rechts mal ein Video einblenden, da habe ich ein Video von gemacht, wie die ganze Tauschquest geht. Denn ohne diese Lupe kommt ihr so gesehen hier nicht voran. Ja, nachdem ihr dann die Lupe habt, sprecht ihr den an, könnt dann was für ihn tauschen. Nehmt dann zum Beispiel die Schaufel. Wenn ihr die Schaufel dann getauscht habt, kriegt ihr den Bumerang dann dafür und habt die Schaufel nicht mehr. Ihr könnt die Schaufel dann aber für 300 Rubine wieder zurückkaufen, so dass ihr beides habt. Wie ihr ja hier sehen könnt, habe ich die Schaufel und auch den Bumerang. Der Bumerang ist ziemlich OP in diesem Game. In den meisten Zelda-Spielen kennt man den Bumerang so, man schmeißt einen Gegner ab und der Gegner ist dann einfach so gesehen nur ja, gestunt oder paralysiert und kann halt größtenteils einfach kurzzeitig nichts machen, aber kriegt keinen Damage. Hier ist es aber so, der Bumerang kann erstmal verschiedene Gegnertypen killen, die man sonst nicht killen kann. Und der Bumerang sorgt dafür, dass der Gegner gestunt wird und gleichzeitig auch noch Schaden bekommt. Ja, das war's dann für dieses Video. Habt ihr noch Fragen, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und wollt ihr bei meinem Livestream dabei sein, hier ist der Link zu meinem Twitch-Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann.